Heilige Scheiße, lass mich in Ruhe, Fledermaus. Was geht, Leute? Willkommen zurück bei Evoland. Weitermachen wir. Schau euch mal die Fleder. Ja, das ist, hat ja super. Ja, es hat ja. Ach, du Scheiße. Na, das hat ja super geklappt. Ah, jetzt müssen wir. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir alles nochmal von vorne machen, was natürlich super, super praktisch ist. So, was haben wir hier? Herzen, endlich. Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Das ist aber nett. Vielen Dank. Oh, guck mal, wie die explodieren. Sieht schon viel cooler aus. Oh, shit, 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 shit. Oh, stimmt, wir sterben ja nicht mehr so schnell. Ach du Scheiße, wir haben ein halbes Herz verloren. Jetzt ist natürlich alles vorbei. Und unser Leben wird enden. Die Gebüsche sehen auch schöner aus. Und die Bäume sind immer noch so groß wie wir. Das ist natürlich super. So, ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Okay, die sind alle in Kisten versteckt. Was haben wir hier? Die Karte Zumba. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ich habe immer noch nicht gecheckt, womit es da mit dieser Karte auf sich hat. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Nein, nicht zurückkehren. Das wollte ich gar nicht. Ach, sorry. Ich muss ja hier draufklicken. Wir brauchen ein Schild und einen Bogen. Hoffentlich bekommen wir die noch. Das wäre sehr schön. Ja, okay. Belassen wir es dabei. Gut, dann werden wir erstmal die ganzen Gegner hier... Ach, Dumme, ist es denn ernst? Ist es denn ernst? Okay, diese Dinger, die kennen wir ja bereits. Die sollten nicht so das Problem sein. Da finde ich die Fledermäuse wesentlich schlimmer. Und ich versuche mal, diese Sterne zu sammeln. Oh, wir haben zwei in einem. Ist natürlich immer sehr praktisch, irgendwelche Geheimwege zu finden, versuche ich immer. Damit wir vielleicht diese Sterne finden können und damit wir das Spiel zu 100% beenden. Ob wir das Spiel zu 100% beenden? Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal eher nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier haben wir einen Stein. Wie kann man diese Steine bewegen? Gut, das müssen wir, ich glaube, gar nicht. Wir kommen auch anders hin. Die Karte Pakun. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Oder Pakun. Wird ja schnell ausgesprochen wegen den zwei Ks. Deutschunterricht mit Danny. Gut. Ja, diese Karten, das ist natürlich... Da müsste ich mich mal informieren. Allerdings bin ich immer so froh, um das zu googeln. Ich meine, es würde mich schon interessieren, womit es da auf sich hat. Aber... I just don't know, man. I don't know. Und ich muss immer von diesen Spacken getroffen werden. Vor allem, wie viele es hier gibt, ne? Das ist ja unglaublich. Zum Glück, wenigstens gibt es hier eine Truhe. Oh, gepixelte Texturen. Wow. Es sieht schon wesentlich besser aus, meine Freunde. Schon wesentlich hübscher, schöner. Jetzt sieht man wenigstens diese Grasdinger. Also nicht das Gras, was ich immer zu mir einziehe, sondern das Gras, was ihr hier am Boden seht. Das meine ich natürlich. Oh, Dimensionsstein passiert. Wäre er schon immer so klein? Ihr seid wieder am Spielbeginn. Was? Ach so. Wie, wir sind am Spielbeginn. Ich gehe gleich nach unten. Ich will mich noch kurz umsehen, ob wir irgendwas vielleicht vergessen haben oder sowas. Man kann ja nie wissen, deswegen will man sich immer genauer umsehen. Mann, ist hier, waren wir wirklich so klein? Dass dieser Stein groß für uns war? Das kann ja gar nicht sein, oder? Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuche es mit dem Pfad. Oh mein Gott, hier waren wir schon. Ich habe leicht Gänsehaut, Leute. Nur was genau sollen wir hier? Gehe ich überhaupt den richtigen Weg? Ich schätze mal schon. Ich liebe die Musik. Guck mal, wie breit ich bin. Ich bin einfach zu muskulös, ich passe da nicht mal mehr durch. Wow. Ich dachte, ich werde jetzt getroffen. Hier können wir kurz speichern. Oh, schau ich mal die Speicherpunkte an, wie die jetzt aussehen. Das hat sich alles sehr stark verändert. Ich denke, wir müssen noch größer werden. Ah! Er versucht dich zu schubsen. Seht ihr das? Ich denke, wenn wir noch größer werden, dann können wir die Steine vielleicht schubsen. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter nach unten. Oh, schaut euch mal die Kaktusse an. Jetzt können wir die sogar quasi berühren. Aber sie tun uns immer noch nicht weh. Und die Brücken sehen auch schon viel schöner aus. Und dieser Kaktus hat eine Mütze oder drei Mützen. Was man vielleicht auch, Pflanzen nennen könnte.
so das Spiel wieder gespeichert. Müssen wir jetzt ernsthaft wieder zurück an den ersten Ort? Es scheint so. Ich hab nur das Gefühl, wir sind falsch, aber ich bin mir nicht sicher. So, die Frage ist nur, kommen wir von da unten? Ja, wir kommen von da, okay. Gut, dann, ich kann mich erinnern, hier sind wir lang gegangen. Und hier kamen wir dann nicht mehr weiter. So, Spiel gespeichert. Oh, Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Sehr cool. Das macht mich natürlich glücklich. Das finde ich natürlich sehr toll. Das heißt also, immer wenn wir Monster töten, kriegen wir jetzt immer ein bisschen Leben. Kamerazoom. Ihr seht jetzt total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Also das Spiel erinnert mich mehr als nur ein bisschen an Zelda. Also das ist ja wirklich... Es ist schon wirklich sehr krass. Ich frage mich, dass es an Zelda erinnert. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen an Zelda angelehnt. Ich weiß gar nicht, ob es dieselben Entwickler oder sowas sind. Auf solche kleinen Details habe ich jetzt gar nicht geachtet. Das mache ich ja manchmal sogar bei Spielen, bevor ich sie spiele. Einfach mal richtig auf die Details achten, mich informieren. Und wir haben einen Stern. Oh cool, wieder ein versteckter Stern. Was natürlich sehr schön ist, wo ich mich natürlich nicht beschweren möchte. So. Die sehen irgendwie extrem witzig aus, kann ich nur sagen. Oh, die lassen Herzen fallen, stimmt. Aber nicht jeder. Gut, das wäre auch ein bisschen OP. Der zum Beispiel nicht. Und der auch nicht. So, was haben wir hier? Ein weiterer Stern. So, so. Keine Sorge, die Kiste habe ich nicht übersehen. Ich wollte nur gucken, ob man da weitergehen kann. Hier haben wir noch eine. HD-Texturen, wow. Das sieht ja mal schön aus. Also wenn das mal... Ja, die kommt natürlich aus mir raus. Die Doria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Bald euch bitte, mein Held. Kann sie auch für mich mein Held zu nennen irgendwie? Ich bin nicht ihr Held. Kann sie nicht einfach sagen, beeil dich bitte, Digga, oder sowas? Keine Ahnung. Oh, endlich. Ach du Scheiße. Dreidimensionale Welt. Die Welt ist nicht mehr flach. Ja, sieht wesentlich schöner aus, muss man ja auch sagen. Hier haben wir eine Höhle. Oh. Die Noria-Mine. Ist sie das? Das ist sie, oder? Ist sie das? Also die quasi in mir drin steckt. Das würde mich mal interessieren, ob sie das ist. Aber gut. Lass uns hier mal umsehen, was wir hier alles haben. Das sieht natürlich sehr schön aus, muss man ja auch zugeben. Oh, jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. So, so. Was haben wir hier drin? Können wir nicht zerstören, leider. Wieso nicht? Hä, müsste eigentlich gehen. Was haben wir hier? Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Soll das Bowser sein auf diesem Holzdings? Da sieht ein bisschen so aus, ne? Wie das Bowser-Symbol. Ziemlich witzig, muss ich sagen. Sehr witzig sogar. So, hier können wir leider nicht lang. Nee. Ich schätze mal, wir werden geradeaus gehen müssen. Was anderes wird uns dann nicht übrig bleiben. Okay, hier können wir nicht rüber. Das ist... Anscheinend können wir nicht schwimmen. Oder wir haben Angst, ins Wasser zu gehen. Wer weiß. Zerbrechliche Töpfe zertrümmern wie etwas hübsches Keramik. Ah, endlich. Und dadurch bekommen wir Herz. Oh, sie ist natürlich wieder aus mir rausgekommen. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Sag mal, ist sie gestört? Ich meine, gut, die haben so damals gesprochen, aber wir sind... Ja gut. Damals hat man so gesprochen, ist ja in Ordnung. Ah, wieder ein paar Herzen bekommen. Noch ein paar Herzen. Gut, dieses Mal ein Viertel Herzen. Oh. Ah, nee, die Tür ist immer noch verschlossen. Ich dachte, die wäre schon offen, aber nein, ist sie nicht. Hier kommen wir leider nicht lang, was ziemlich schade ist. Mal sehen, wie es hier aussieht. Oh, die hat ein Herz fallen lassen. Vielen Dank. Druckplatte. Ist wohl nicht gerade Fort Knox. Okay, alles klärchen. So, dann stellen wir uns mal drauf. Also entweder wir müssen beides gleichzeitig aktivieren, oder? Okay, ich dachte, eine Person muss sich darauf stellen, eine Person auf die andere Seite. Türmechanismus. Man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Ja. Es war ja nicht so hart, das Rätsel jetzt, dass man diese Tür nicht aufbekommt. Und hier komme ich leider immer noch nicht durch. Ich glaube, die Tür hat sich nicht hier, sondern ich glaube hier? Nee, auch nicht.
Ach, da vorne, glaube ich. Ja, da vorne. Genau, jetzt kommen wir auch zur Truhe, was sehr schön ist. Oh, roter Zauberer, seine Fähigkeit... Oh mein Gott. Eure Kleidung schnell zu trocknen würde... Eure Kleidung... Okay. Also er ist ein Feuermagier. Oh shit. Okay, mit 2 Schlägen ist er K.O. So, hier haben wir eine kaputte Wand. Mit der können wir leider nichts anfangen, schade. Oh, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Das ist ziemlich problematisch. So, wie sieht es hier aus mit der Box? Fallensaum, hoppla. Vielleicht hättet ihr hier nicht reinkommen sollen. So, das ist ein Fallensaum. Da kommt man also nur raus, wenn man die Monster eliminiert. Und dann geht die Tür wieder auf. Okay. So. Ein Schlüssel. Ratet mal, wofür. Okay, ich mag den Humor des Spiels. Der gefällt mir gut. Diese Fallenräume erinnern mich so leicht an Pokémon Mystery Dungeon. Oh, Skelett. Er braucht bloß eine Umarmung. Ja, das glaube ich. Ach du Scheiße. Oh shit, der greift sogar an. Ich habe immer noch kein Schild, leider. Was ziemlich schade ist. Ich bräuchte mal ein Schild. Ich weiß gar nicht, ob man sich den kaufen kann. Oder. Ich will diese Statue stören. Die sind nie überall, diese Scheißstatuen. Ich will diese Platte nach oben bekommen, dass ich irgendwie durch kann. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, da würde ich einfach rüberspringen, wenn ich er wäre. Aber gut, hier geht's ja nicht um Logik. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Ein Mechanismus. Okay. Vielleicht um diese Platten... Oh, shit, von wo kommt der an? Verpiss dich, Mann. Oh, na du Scheiße, Alter. Oh, der geht mir so auf die Nerven. Verpiss dich, Mann. So, gib mir dein Herz. So, also ein volles Herz heilt uns nur ein Viertel. Irgendwo ist irgendwas passiert schon wieder. Ja, hier passieren ziemlich viele Sachen. Und was passiert ist, das sieht man sofort auf den ersten Blick. Wir können jetzt hier lang und hier haben wir eine weitere Kiste. Labyrinth. Lauft immer nach links oder war es rechts? Ja, danke für diese Verwirrungsspiel. Das ist natürlich sehr wertvolle Tipps, die du mir hier gibst. Ich gehe natürlich nach links, weil ich Linkshänder bin. Das ist natürlich Logo. Oh. Ah, jetzt fliegen hier noch mehr Fledermäuse rum. Vor allem, die hören sich so an, als hätten die einen Orgasmus oder sowas. Sondern... Oh! Ich krieg das Herz natürlich trotzdem, was sehr schön ist. Na, super. Da haben wir eine weitere Tür, aber ich denke... Nee, wir müssen einen erneuten Schlüssel finden. Ich denke, der andere Weg müsste uns eigentlich den Schlüssel geben. So. Dann gehen wir mal weiter durch das Labyrinth. Einen Schlüssel. Genau, das ist das, was wir brauchen. Zur Sicherheit. Das ist natürlich... komm schon, ich habe ihn getroffen. Jetzt mal ehrlich. Oh, meine Güte, geh mir nicht auf die Nerven. Ein Stern. So, gut. War ja eindeutig, dass ich hier einen Stern befinden muss. Es gibt ganz genau 30 Sterne hier. Das heißt, das Spiel dauert doch noch eine Weile. Also, wenn ich es mir recht überlege und wir ganz ehrlich sind. Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele Parts. 4 oder 5. Und wir brauchen noch ungefähr das 5-fache an Sternen. Wo geht's überhaupt lang? Achso, nach links. Das heißt also, 20 Parts für Evoland? Ich weiß ja nicht. Könnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich dachte, das Spiel wäre wesentlich kürzer. Aber na gut, wieso nicht? Dann habe ich mich auch getäuscht. Ich meine, Menschen tun sowas ab und zu mal. So. Naja gut, wir müssen ja auch nicht alle Sterne sammeln. So ist es ja nicht. Und vielleicht kommen die ja zum Schluss... Oh mein Gott. Das ist... Oh, jetzt kommen 2 davon. Scheiße. So, der hat leider kein Herz fallen lassen. Komm schon, triff ihn, Mann. Scheiße. Komm her, Mann. Komm her. So, ich... Komm schon, so. Den hätten wir dann auch besiegt. Haben wir hier ein Herz? Ja, das haben wir. Oh. Verschiebbarer Klotz sieht schwer aus. Passt auf euren Rücken auf, ja. Was können wir damit genau machen? Ach so. Wir können damit auf diesen Schalter da legen, damit sich die Tür öffnet. Was sehr praktisch ist. So, noch mehr Fledermäuse. Was sehr nervig ist. Können wir den Schalter auch ziehen?
Ne, wir können ihn nur schubsen, leider. Man müsste ihn eigentlich auch ziehen. Können sie wir schneller geworden? Kann mir da so ein bisschen vor. Vielleicht kann man ihn dafür oder später ziehen, wer weiß. Außerdem muss ich übrigens mehr auf mein Leben aufpassen. Ich gehe das Ganze vielleicht ein bisschen zu unernst an. Weil ich denke, das Spiel ist total einfach. Es ist nicht besonders schwer, muss man ja auch dazu sagen und auch zugeben, aber es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es ist mal ein cooles Spiel zur Abwechslung. Ich meine, von den ganzen Spielen, die wir eigentlich so täglich spielen. Und jetzt mal so eins. Was haben wir hier? Ah, nur ein Herz. Alles klärchen. In diesen Tüpfeln befinden sich also immer Herzen. Und das ist ein Monsterraum. Ja, es ist ein Monsterraum. Mit 3 Skeletten. So, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht getroffen werden. Hab keinen Bock, noch mehr Herzen zu verlieren. Oh, komm schon. Ah, der hat ein Herz fallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob die Herzen hier verschwinden, aber ich schätze mal nicht. So, ach komm schon, Mann. Wie viel Leben willst du denn noch haben? Ja, das war also ein erneuter Monsterraum. Ich denke, die werden später ein bisschen schwerer. HD-Interface. Leb wohl, reizende Pixel. Willkommen, Anti-Aliasing. Okay, jetzt habe ich den Unterschied nicht gesehen, leider. Ah, schaut euch mal die Herzen an, deswegen. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Sie ist mir in den Magen gekrochen und hat in meinem Körper... Hat er irgendwas gemacht. Heilige Scheiße, was ist mit denen los? Okay. Loch. Ein toller Ort, um unsichtbare Monster... Unsichtbare Monster? Verstehe ich, wie... Ach so. Ah, ich verstehe, man kann ihn schieben, okay. Da musste mein kleines Gehirn natürlich selber nochmal nachdenken. Was passiert, wenn wir... Das war jetzt total blöd, ja. Sorry, ich habe keine Ahnung. Mich hat's einfach so interessiert, ich konnte gar nicht Nein dazu sagen. Ich war mir aber sicher, dass wir auch runterfliegen können. Und hier haben wir noch eine weitere Kiste, wie immer. Links oder rechts, eins von beiden ist eine gefährliche Wahl. Natürlich links, weil ich Linkshänder bin. Scheiße. Wann wird es endlich mal klappen, Mann? Es gibt auch bestimmt verschiedene Tricks, um die zu töten. Das Einzige, was man machen muss, ihr müsst die halt immer von der Seite angreifen und dann... Und dann kann man die ziemlich gut eliminieren. Man muss aufpassen, dass man nicht... Sie nicht von vorne angreift und eine schnelle Bewegung ausführen. So, oder von der... Schräg von der Seite einfach angreifen. Gut, dann ist dieser... Dieser Hebel richtig. Ja, natürlich. Also das mit dem Links wegen Linkshänder, ne, das klappt doch dann doch nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Wirbelwind. Ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Na, oh, na super. Scheiße. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, er schießt 3 ab und dann... Und dann hört er für ein paar Sekunden auf. So, der macht genau dasselbe. Man könnte es ein bisschen erschweren, wenn jede Maschine... ...einen anderen Rhythmus hätte. Gibt es hier 2? Ach du Scheiße, hier gibt es 2. Hier gibt es 2 dieser Missgeburten. Ach, nein, nein, nein. So, den ersten hätten wir eliminiert. Ach, meine Güte. Oh, geh mir nicht auf die Nerven, endlich. Scheiße, ich brauche Leben. Ich würde gerne wieder geheilt werden. Oh, Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Ja, dazu muss man natürlich sehr schlau sein. Oh, shit. Das war jetzt, bisschen fail. Ah, okay, ich verstehe, okay. Gut, fangen wir von hier an. Ach so, okay, ich weiß von wo. Da müssen wir... Nee, nee, nee. Auch nicht. Moment mal, ich muss mich von hier hinstellen und dann können wir... Jetzt können wir das Rätsel absolvieren. So, wir müssen einfach alle Schalter hier... Betätigen, das ist das, was man hier machen muss. Sehr, sehr praktisch. Hier kriegen wir noch ein Herz. Ja gut, ich schätze mal, das Spiel geht davon aus, dass man öfter getroffen wird. Vor allem von diesen scheiß Magiern. Dabei bin ich ja selber ein Magier. Ich weiß gar nicht, wie ich davon getroffen werde. Gut, wir haben keinen Schlüssel, deswegen können wir leider nicht nach oben. Hier müssen wir aufpassen. Ach, scheiße. Ach, du Scheiße, ach, du Scheiße, ach, du Scheiße. Ah, was? Komm schon. So ein Schlüssel.
Und weiter geht's im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Evoland. Unser Abenteuer geht im nächsten Part weiter. Nicht vergessen zu abonnieren und zu bewerten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss!